Neuer Tag, neues Glück. Diese Gespenster sind echt schön. Manche von denen spucken Feuerbälle. So. Und sie fliegen und sind ziemlich schnell und kommen selten alleine. Können einen böse überraschen. So. In Gedenken an Wolfcreep Cave werde ich jetzt ein paar Schilder platzieren und auch dokumentieren, wann ich denn hier übernachtet habe. Und zwar Wolfcreep Castle. Okay, Castle hat zu viele. Wolfcreep Tempel. Na, wo ist mein M? Tempel. Das hat zu viele Buchstaben. Das ist der Wolfcreep Tempel. Und die magischen Lotterie-Glückszahlen für heute sind 3 bis 6, 10, 17 und 18 und 20. Das sind die Übernachtungen, die ich in Wolfcreep hatte. Und dann werde ich noch eine kleine Gedenkstatue machen. Im Gedenken an Wolfcreep Cave. Ins Wasser gefallen. In Nacht. At 18. So in etwa. Wobei, na, das ist nicht ganz richtig. Aber ich denke, ich fange einfach mal mit 20 an. Ich weiß, dass ich in der Höhle ein paar Mal übernachtet habe und das auch notieren sollte. Und ich habe auch in der Schlucht einmal übernachtet. Und das nenne ich jetzt einfach mal 19. Mehr Schilf ist immer gut. Ja, raus da. Ja. Ein Problem, das ich festgestellt habe, was nicht so einfach ist, ist, dass mir die Karte von diesem Kontinent hier fehlt. Wenn eine Karte despawnt oder verbrennt und man macht die Karte neu, dann hat die in der Regel die ganzen Informationen wieder. Ich weiß noch nicht, ob die Karte wirklich verbrannt oder despawnt ist und ich weiß nicht, ob es dieses Mal auch funktionieren wird. Gut möglich, dass die ganze Karte vom ersten Kontinent für immer verloren ist. Was nicht so schlimm ist, weil ich sowieso die Küste neu erkunden wollte. Und ja, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Material für Karten und dann geht das auch schon los. Ich werde mal kurz Schluchtfall updaten, was die Übernachtung anging aus der vorletzten Episode. Ich nenne das einfach mal Übernachtung 19 und dann ist gut. Wahrscheinlich gibt es Übernachtung 19 mehrfach, ich bin mir da nicht sicher. Oder ich habe vergessen, Übernachtung 18 oder 19 zu notieren in der Höhle unten. Oder ich habe irgendwas mehrfach notiert bestimmt. Egal, es ist nur ungefähr mein Werdegang. Ein bisschen tröstend ist auch, dass ich Wolfcreep Cave nie wirklich stark ausgebaut hatte. Von daher ist das kein großer Verlust, dass da die Zisterne drüber entstand. Ich muss trotzdem Wolfcreep Tempel ein bisschen schützen davor, dass da was drüber gebaut wird. Und das geht eigentlich schon, indem man da drüber Stein baut. Also werde ich das mal kurz ein bisschen mit einer Steinstruktur abdachen. Und dann sagt das den Siedlern so viel wie, hört auf hier zu bauen.
Das ist auch schon ziemlich nah an dem anderen Teil dran, von daher sollte das keinen großen Unterschied machen. Diese Siedlung und Castle hatten wir noch keine. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Stein. Kein Ofen, ich habe doch so viel Eisenerz abgebuddelt. Das muss ich mal eben schmelzen. So, okay. Das sollte eigentlich aussehen wie eine Krone. Und dann gibt es hier ein bisschen Eisenerz zu schmelzen. Habe ich sonst noch was zu tun? Ein paar Bäumchen pflanzen. So. Wie sieht's mit Wolle aus? Ich könnte noch ein bisschen mehr Wolle haben. Also auf die Jagd nach Schafen. Ja. Um das Ganze etwas spannender zu gestalten, werde ich jetzt einfach mal diese Ruine erkunden. Es ist helllichter Tag, das sollte nicht ganz so schlimm sein. Ich konnte übernachten. Falls ich sterbe, ist das kein sehr großer Verlust. Oh, das sieht sehr verwaldet aus. Ich mache mal einen Mischwald draus.